Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 11. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und hat eine abnehmende Mondphase. Hat einen Einfluss von Hydra, das ist die Wasserschlange. Wir haben nochmal eine Schlange und das beeinflusst unsere Sonnenbewegung in Tierkreiszeichen Skorpion. Außer diese beiden Schlange haben wir ein großartige Figur im Horoskop, ein großes Dreieck, erinnert mich in eine Pyramide. In die Spitze des Pyramide ist der Mond in Tierkreiszeichen Löwe mit dem aufsteigenden Mondknoten, was die karmischen Weg, die karmischen Lernaufgabe betrifft. Die anderen beiden Teil von dieser Pyramide, einmal Saturn in Tierkreiszeichen Schütze und der andere Teil ist Uranus in Tierkreiszeichen Widder. Es verbindet sich in diesem Figur die Feuerelemente, Widder, Löwe und Schütze. Es handelt sich um Veränderungen, Umbrüche, das ist die Uranus-Energie. Dann handelt es sich, etwas in Ordnung zu bringen, etwas befestigen, aber auch Schicksal und Karma, das ist die Saturn-Einfluss. Und es aktiviert die Mond und in diesem Bereich befindet sich auch die karmischen Weg, hat auch einen Einfluss auf diese Figur. Ich nenne das mal als ein Pyramid. Aber jetzt besprechen wir die beiden Schlangen. Und da geht alles zurück in die griechische Mythologie. Wer ist diese Hydra, diese Wasserschlange, was bestrahlt unseren Mondeinfluss, unsere Mondenergie im heutigen Tag? Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, du sollst fliegen bis zum Quelle und bitte hole frische Wasser von diesem Wasserquelle zu Zeus. Und die Rabe versprach es auch. Apollo, der Sonnengott, sagte noch zu Rabe, du sollst dich aber beeilen. Die Rabe flog davon bis zum Quelle, aber unterwegs macht ein bisschen Pause. Der Rabe fand einen Feigebaum und wollte von diesem Feige auch essen. Der Feige war aber unreif und der Rabe wartete und wartete, bis der Feige reif war und erst dann flog zu diesem Quelle und holte mit dem goldenen Kelch die Wasser zum Zeus. Apollo fragte dann der Rabe, wo warst du denn so lange? Ich habe zu dir gesagt, du sollst beeilen. Und der Rabe sagte nicht die Wahrheit, sondern der Rabe hat gelogen und hat gesagt, weißt du, Apollo, unterwegs war eine Schlange, der Wasserschlange Hydra, und sperrte den Weg, deswegen kam ich ein bisschen später. Apollo durchschaute diese Lüge und jetzt haben sie alles im Himmel gesetzt als Sternbilder und die Rabe muss anschauen die goldenen Kelch und der Rabe muss auch die Wasserschlange anschauen, damit er sich immer erinnert an seinen Lügen. Und das sind die Sternbilder, der goldenen Becher, der Rabe und Hydra, der Wasserschlange. Was für Botschaft vermittelt uns diese mythologische Geschichte?
Wir sollen achtsam sein, weil es kann heute passieren, dass jemand lügt oder uns betrügt. Der andere Schlange im Bereich Tierkreiszeichen Skorpion, was nicht zu Tierkreiszeichen Skorpion gehört, aber in diese Richtung sollten wir mal schauen, wo gerade die Scheinbewegung die Sonne ist. Und diese Schlange hat eine Verbindung zum Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Sohn von Apollo, von Sonnengott, Asklepios, der himmlische Arzt. Und hält im Hand diese Schlange. Die Geschichte dazu ist, es gab ein Königssohn und er fiel im Honigtopf. Und dieser Sohn sollte geheilt werden. Und Asklepios hat zwei Möglichkeiten gehabt, dieses Kind zum Heilen. Es kamen zwei Schlangen. Der eine trägte das Gift, der andere die Heilkräuter. Und der Schlangenträger, dieser Asklepios, musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit dem Heilkräuter oder nimmt der Gift? Zum Glück hat Asklepios das Kind gerettet. Es ist auch eine Symbolsprache. Einflüsse von außen. Die eine kann die Heilkräuter sein, andere kann aber auch die Gift sein. Intrigen oder Lügen. Und wir sollen vorsichtig sein. Und es kommt immer Honig süß. Und wenn wir Kinder sind und glauben das, dann fallen wir auf diesem Honigtopf, so wie der Königssohn dieses Kind im Honigtopf gefallen ist. Also das ist nochmal eine Geschichte, was erzählt. Wir sollen heute achtsam sein und nicht alles glauben, was wir hören. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Löwen geboren haben wunderbaren Einfluss von Tierkreiszeichen Widder. Das ist die Uranus-Einfluss, Umbrüche, Veränderungen, plötzliche Ereignisse, unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen, ungewöhnliche Umstände. Und es bestrahlt auch die aufsteigende Mondknoten. Und es ist Karma, karmische Begegnungen. Die Löwengeborenen haben auch von Saturn einen guten Einfluss von Tierkreiszeichen Schütze. Das bringt alles in Form. Oder haben wir karmische Lernaufgabe. Das kann auch die Saturn-Einfluss sein. Auf jeden Fall, die Löwengeborenen ist Chancen da, Bewegung, Aufstieg, auch die schöpferische Kraft. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Jungfrau-Geborenen können auch etwas gewinnen, weil das sind auch Glücksfälle momentan. Wo die Jungfrau-Geborenen achten sollen, das sind die Gespräche. Es kann zu Missverständnissen führen oder zu Streit. Kann auch bedeuten, dass sie auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht. Das sind Einschränkungen da. Die Jungfrau-Geborenen haben nicht nur in die Liebe, Partnerschaft Glück, sondern es ist auch ein beruflicher Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Waagen-Geborenen ist auch ein Aufstieg. Und sie haben auch Glück. Auch diese Leichtigkeit und Begeisterung. Die einzige, was die Waagengeborenen hindern kann, wenn sie an sich selber nicht glauben. Oder wenn sie zweifeln und aufgeben etwas. Da liegen die Hindernisse. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben immer noch eine ganz außergewöhnliche Ausstrahlung, was auf anderen Menschen gerade wirkt. Aber es sind auch Geheimnisse. Entweder diese geheime Haltung von den Skorpiongeborenen oder andere erzählen ihren Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass die Skorpiongeborenen irgendwelche Geheimnisse aufdecken und schauen hinter den Kulissen.
Heute ist ein bisschen Einschränkungen da, was die Emotionen betrifft. Das kann auch Nervosität sein, aber in den kommenden Tagen verbessert sich und beruhigt sich etwas. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Gespräche, Kontakte und auch gute Einflüsse von außen. Da sind auch Aufgaben und Veränderungen und Umbrüche, ungewöhnliche Ereignisse. Die Schützengeborenen haben wunderbare Energie heute und sie haben gerade einen Aufstieg. Sie werden auch schöpferisch tätig sein, etwas starten und das kommt auch zum Erfolg. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sie sich kraftlos, müde, erschöpft und die brauchen die Ruhe, aber da liegt die Kraft. In vertrauten Umgebung wie Nachbarschaft oder Verwandtschaft, da sind eine gewisse Unbeweglichkeit oder das läuft nicht so momentan, wie das die Steinbockgeborenen wünschen. Und die Steinbockgeborenen werden wichtige Entscheidungen treffen. Alles oder nichts ist die Motto momentan bei den Steinbockgeborenen. Die Wassermanngeborenen sollen auf ihren inneren Gleichgewicht achten. Die Karma spielt eine Rolle nicht nur bei den Löwengeborenen, sondern auch bei den Wassermanngeborenen. Karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen. Die Wassermanngeborenen kommt auch Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Kraft und Mut. Sie setzen etwas in Bewegung. Wo sie ein bisschen Einschränkungen haben momentan, das ist die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Aber sie wissen noch nicht, wo sie ihren Kraft einsetzen. Und das kann auch bedeuten, dass sie auf einmal zu viel machen und es wird stressig und damit verlieren sie die innere Kraft, die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist alles wunderbar, eine ganz tolle Energie. Sie sind auch ein Teil von dieser Pyramide. Sie sind Umbrüche, Veränderungen, kommt alles in Form, haben sie auch Erfolg und sie sollen aber auch darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft ein, nicht dass alles zu viel wird und damit verlieren sie die Kraft des inneren Gleichgewichts. Die Tierkreiszeichen Tiergeborenen brauchen einen Ausgleich oder etwas vergleichen oder abwiegen, wie treffen sie sich ihren Entscheidungen, wie setzen sie ihre Kraft ein oder wo sollen sie aktiv sein. Also es ist wichtig auch Arbeit, die Tätigkeit, aber auch wichtig die Freizeit, die Partnerschaft und die Liebe. Wenn das nicht im Gleichgewicht ist, weil man zu viel arbeitet, dann kommt die Liebe Partnerschaft zu kurz. Wenn man aber die Freizeit genießt und die Arbeit nachverlässigt ein bisschen, dann gibt auch diese Waagschale. Also es ist wichtig, das Ausbalancieren. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben eine wunderbare Energie. Das sind auch Umbrüche und Veränderungen. Die einzige, was die Zwillingsgeborenen hindern kann, wenn sie zu viel grübeln, was die Vergangenheit betrifft, wie diese Erinnerungen oder Enttäuschungen kränkt die Zwillingsgeborenen. Und es ist wichtig, jetzt gerade lernen, das Loslassen, das Verabschieden und nach vorne schauen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen befinden sich in einer Wandlung. Sie brauchen jetzt sehr viel Ruhe, damit etwas planen können. Und das ist die Vorbereitungsphase, aber das führt zum Erfolg. Wichtig wird nicht nur diese Veränderung, auch beruflich, sondern auch in die Liebe Partnerschaft ist auch ein sehr wichtiges Thema bei den Krebsgeborenen. Und die haben gerade eine sehr schöne Zeit, was die Liebe betrifft. Auch in die Partnerschaft verbessert sich etwas. Oder die, wo alleine sind, haben auch gute Chancen, gerade jemand kennenlernen. Diese tägliche Energie, diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, aber es ist allgemein, wie ich das beschreiben kann.
Es besteht aber die Möglichkeit des maßgeschneiderten Anfertigen berechnen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten und Sie können Fragen stellen, wie wird die kommenden Monat? Kann ich ganz genau beschreiben, was so passiert? Oder wie verläuft mein Termin? Oder ich habe eine Begegnung gerade oder ich habe jemanden kennengelernt. Wie wird die Zukunft sein? Oder was kommt Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Was passiert in einzelnen Monaten? Welchen Tagen sind günstig? Und wo soll ich achten? Wo sind die Hindernisse? All das kann ich ganz genau beschreiben. Ansonsten empfehle ich die Blitzberatungen. Das funktioniert schriftlich per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Ihre Fragen und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert und im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.